Ich bin mega aufgeregt, mir geht die Pumpe. Das ist nicht die vorteilhafteste Einstellung. So fresh sehen wir auch nicht mehr aus. Okay, also jetzt die Sonne scheint und ihr könnt, glaube ich, sehen, wo ich gerade bin. Ja, das ist jetzt gerade die Startaufstellung. Wir haben 12.38 Uhr, ich glaube kurz vor 1 starten wir. Ich bin mega aufgeregt, mir geht die Pumpe. Hier sind voll die Pros. Keine Ahnung. Und ich fahre hier mit meinem Daddy. Aber ja, ich habe ja 24 Stunden Zeit. Total untrainiert, aber habe total Bock. Und ja, von daher, oh mein Gott, ich muss mir mal andere Einleitung einfallen lassen. Willkommen zu einem neuen Video und ja, heute bin ich beim 24-Stunden-Rennen dabei, und zwar beim Rad am Ring hier auf dem Nürburgring. Und ja, da nehme ich euch jetzt mit und ich werde wahrscheinlich den Start nicht filmen, weil ich den absolut genießen möchte und jetzt nicht irgendwie mit der Kamera rumhantieren will. Ich habe jetzt auch keine Halterung dabei. Das mache ich nachher nach der zweiten Runde oder so. Mal gucken. Also ich fahre erstmal eine Runde, gucke, wie es läuft und ja, bleib gespannt. Ach ja, und natürlich bin ich nicht alleine hier, sondern Teil eines etwas größeren Teams. Wir sind relativ viele Einzelstarter und wir haben noch ein Zweierteam. Genau, und ja. Ich freue mich. Oh Mann, ich habe eigentlich gar keinen Bock, so weit nach vorne zu fahren, weil vor dem Start habe ich schon echt Respekt. Bei so vielen Leuten. Mal gucken. Vielleicht bleibe ich auch einfach stehen und warte 5 Minuten, bis alle durch sind und fahre dann erst los. Aber ihr habt gefreut, hier zu sein, und euch gemeinsam ganz, ganz viel bewegen. Auch bei der Flut an der Ahr, unwahrscheinlich vielen Teilnahmen, um dort jetzt rein zu kriegen. Wir finden es toll, dass so viele Aktionen hier starten. Leute, das ist meine zweite Runde. Ganz gemütlich. Und das erste Mal halte ich hier oben, ich glaube, das ist die hohe 8, wo es diesen Dextro-Stand gibt oder bei Performance-Stand. Das ist jetzt die vierte Waffel, die ich esse. Schon eine Cola, ein Wasser. Das ist so geil. Das ist eine richtige Schlemmertour. Und ich glaube, wenn ich die Runde abgeschlossen habe, fahre ich erstmal wieder ins Lager und dann gibt es, glaube ich, Mittagessen. Da freue ich mich drauf. Aber bisher läuft es ganz gut. Okay, ich glaube, das ist nicht die vorteilhafteste Einstellung. Aber was soll's. Ich bin jetzt 2 Runden gefahren und wollte einen etwas längeren Zwischenstopp einlegen oder eine etwas längere Pause machen, weil es schon krass heiß ist auf der Strecke. Das ist übrigens mein Schlafplatz. genau, da hängt jetzt mein Schlafsack, noch eine Ersatzshorts, meine Isomatte, mein Handtuch, genau. So, und ja, meine Socken von gestern. So. Ah ja, ich habe tatsächlich schon, oh mein Gott, das sieht ja übelst aus. Aber ja, so ist es halt bei einem 24-Stunden-Rennen. Die hier hatte ich in meiner Trikottasche. Ey, und ohne Witz, aber bei der zweiten Runde, ich glaube, das ist der super, oder was heißt der super, aber der relativ lange, gemächliche, aber kontinuierliche Anstieg vor der, wie nennt man das nochmal, Runde 8. Da war es einfach so heiß und meine Beine waren so schwer. Ich habe die halbe Beefy gegessen. Jetzt gerade habe ich den Rest schnabuliert. Und es hat echt nochmal Kraft gegeben. Ich glaube, ich war einfach, also ich brauchte Salz. genau. Auf der hohen 8 ist von bei Components eine
Verpflegungsstation gewesen und ja, gerade in der zweiten Runde, da habe ich definitiv gehalten, habe eine Cola getrunken, ein Wasser hinterher getrunken und eine Waffel gegessen und bei der einen Waffel blieb es dann nicht, weil die hat so gut getan. Ich habe dann noch drei weitere gegessen. Ich meine, ist ja für Umme, ne? Da, deswegen, ja, ich gedacht, gut, dann mach ich doch aus dieser Runde eine Schlemmerrunde. Genau. Es war sehr, sehr cool. Ich fühle mich immer noch fit, aber tatsächlich auch ein bisschen Matsche im Kopf. Das ist aber echt dem Wetter geschuldet. Ja, deswegen ruhe ich mich jetzt mal ein bisschen aus und melde mich später. Oh, sieht ja schon voll hell aus auf der Kamera. Okay. Vor 20 Minuten ist aufgestanden. Die Sonne geht gleich auf. Wir haben 5.25 Uhr. Ich habe gerade die Kaffeemaschine angeschmissen. Und so sieht das Ganze aus. Das ist übrigens unser Camp. Und ich kann euch sagen, so viel zu essen gab es noch nie. Also ich war noch nie bei einem 24-Stunden-Rennen oder bei einem Team dabei, wo es so unfassbar viel zu essen gab. Super lecker. Also man kümmert sich hier total um die Fahrer, die werden wirklich super betreut. Genau, ich trinke mir jetzt einen Kaffee, gehe dann einmal auf die Pipi-Box und dann fahre ich eine Runde. Es ist recht schön. Alter Schwede, ich bin schon, mein Gesicht ist voll aufgedunsen. Ja, aber wir wollen ja auch keinen Schönheitspreis. Ich bin die Nacht nicht gefahren, weil ich doch ein bisschen platt war. Nee, vielleicht ein paar Worte zu gestern. Also ich bin gestern drei Runden gefahren. Ich glaube, die letzte Runde habe ich dann so gegen, weiß ich nicht, Viertel vor neun oder so beendet. Und dann, und es ging echt gut, weil es war auf jeden Fall viel, viel kälter. Die Sonne hat nicht mehr so geballert. Ich gucke leider nicht in die Kamera. Ich gucke mir die Fahrer an, die hier vorbei düsen. Und dann hat mir das gestern dann noch einfach gereicht. Und dann wollte ich einfach nur noch essen und hier ein bisschen gesellig beisammensitzen. Und dann gab es Gulasch und Melonen mit Schafskäse und einem Minzdressing. Ich weiß gar nicht, aber ja, sowas, was das Essen angeht, ja, sind wir echt gut versorgt. Wir werden bekocht. Wir können uns tatsächlich aussuchen, was wir haben möchten. Ich war schon überfordert mit der Frage, möchtest du zu deinem Gulasch Spaghetti, Penne oder vielleicht Kartoffeln oder Bratkartoffeln? Also ja, genau, es ist einfach bombastisch. Es macht so viel Spaß. So, mal gucken, vielleicht ist gleich noch jemand wach. Ich weiß gar nicht, ob gerade jemand auf der Bahn ist. Aber vielleicht fährt ja noch irgendwer gleich mit. Boah, ich bin am Schwitzen. Aber, genau, Frühstückswaffel auf der Hohen Acht. Es läuft eigentlich ganz gut. Es ist gar nicht mehr so brutal wie gestern. Ja, ist auf jeden Fall ganz witzig. Jetzt weiter geht's.
beide. Ich bin nicht ausgeleuchtet, aber egal. Es war eine fünfte Runde. Und jetzt gerade der Anstieg, ich glaube schon zur hohen 8. Und ich merke, ich brauche ein bisschen Salz. Okay. Ja. Ja, of course. So it's much more fun. Yeah. Oh, yeah. Und es ist so geil, so viele pedalieren hier noch rauf. Aber ich glaube, ich lasse die Waffel aus. Nach, ich glaube, gefühlt 7 Waffeln in 24 Stunden. Es sind ja noch nicht mal 24 Stunden durch. Kann ich es, glaube ich, nicht mehr sehen. Ja, deswegen, aber nur eine halbe für Salz, aber es macht auch Blähungen. Okay, so fresh sehen wir auch nicht mehr aus. Und dann haben wir das Schlimmste geschafft. So, wieder oben bei der hohen 8. Cola, Wasser. Ich glaube, das wird jetzt meine letzte Runde, weil es extrem, also es wird wieder ultra warm. Das heißt, ich würde quasi meine 6. Runde abschließen, was echt geil ist. Und es reicht auch. Ich glaube, noch eine weitere wäre einfach eine Quälerei. Und ich will einfach lieber jetzt futtern und diese Runde noch genießen. Genau. Später. Okay, auf die Gefahr hin, dass nämlich nichts dieser Aufnahmen was geworden ist, weil die Kamera zu hoch eingestellt war, muss ich die jetzt erstmal umdrehen oder werde ich die jetzt umdrehen. Aber nett, dass einige fragen, ob alles okay ist. Ja, wegen sowas bleibe ich stehen. Ja, ich hoffe, das hält jetzt. Wieder.